Karin! Felix! Du hast dich überhaupt nicht verändert. Du bist schüchterner geworden. Steht dir aber. Sicherlich laufen dir jetzt die jungen Mädchen nach. Ach, kaum. Ich lebe sehr allein, wenn ich meine Geige nicht hätte. Und Frau Baumgärtner natürlich. Also, ich finde es auch schrecklich, wenn ältere Männer mit jungen Mädchen... Widerlich! Sag einmal, bist du eigentlich zufällig hier vorbeigekommen? Nein, woher denn? Ich habe dir doch alles geschrieben, hast du meinen Brief nicht bekommen? Ach, doch, doch, aber noch nicht gelesen. Er kam ja eben erst, du hast ihn ja ins Theater geschickt. Dann muss ich dir ja alles erzählen. Aber... können wir das nicht unter vier Augen? Ja, ich gehe schon. Möchten Sie auch eine Tasse Kaffee, gute Frau? Ja, sehr gerne. Dann gieße ich noch Wasser auf. Aber da nicht zu viel. Bis jetzt hat sich noch niemand über meinen Kaffee beklagt. Hübsch hast du es hier. Tja, das sagen alle. Alle meine Kollegen. Könntest du nicht Platz nehmen? Schön, dass du da bist. Das hätte ich mir nie im Leben träumen lassen, dass du einmal hier bei mir bist. Ach, Felix, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hätte dich damals nicht sitzen lassen sollen. Du mich? Ja, natürlich, weißt du doch. Aber mein Mann war so süß. Naja, damals war er ja auch noch nicht mein Mann. Aber ein bisschen hast du auch selber Schuld. Du hast Hardy noch extra gesagt, er soll sich ein bisschen um mich kümmern. Ja, ja, aber... das hat er dann ja auch getan. Und du hast gar nicht gewusst, was damals in der Konzertagentur los war? Nein, woher denn? Haben die dich da nicht mit offenen Armen empfangen? Nicht alle. Aber Felix, hat es nicht geklappt? Ich hatte zwei schlaflose Nächte. Und ich dachte immer, du wärst böse auf mich, weil ich noch nicht zu dir durfte. Kannst du das nicht verstehen? Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Du hattest ein schlechtes Gewissen? Der Brief damals ist mir sehr schwer gefallen. Aber du hast mir ja vergeben. Ja, ja, aber es war eine große Enttäuschung für mich. Und ich dachte immer, ich hätte es nicht was für Künstler übrig. Hardy ist auch ein großer Künstler. Wie der mich operiert hat. Also, hinterher hatte ich zwar viel mehr Schmerzen als vorher, aber die Narbe, überhaupt nichts zu sehen. Also, wenn ich dir die jetzt zeige... nein, die kann ich dir jetzt doch nicht zeigen. Wozu, aber sowieso nichts zu sehen ist. Eben. Hardy macht überhaupt traumhafte Narben. Das sagen alle. Übrigens, weißt du, wen ich vorhin getroffen habe? Im Theater? Eurem Generalmusikdirektor. Ach, Schulz Donnersmann, den kennst du? Hardy hat ihn mal operiert. An der Galle. Wusstest du das nicht? Nein, woher? Vielleicht, wenn ich seine Narbe gesehen hätte. Und du? Hast nie geheiratet? Nie. In mir ist damals etwas zerbrochen. Das konnte keine andere kitten. Und ich bin schuld. Ich habe dich alleine gelassen, die ganze Zeit, in den schönsten Jahren deines Lebens. Das war sicher schlimm für dich. Hauptsache, du bist glücklich geworden. Ich? Ha, wenn du wüsstest. Nein, ich dachte... das dachte ich damals auch. Es ist aus, Felix. Aus? Ich habe meinen Mann verlassen. Aber Karin, du kannst doch deinen Mann nicht verlassen. Nach 25 Jahren Ehe. Also, das würde ich mir noch mal überlegen. Das habe ich mir überlegt. 25 Jahre lang. Naja, fast 25 Jahre. Am Anfang, da ging es ja noch ganz gut, als er Assistenzarzt war. Und später, als er Stationsarzt wurde auch noch. Da hatte er zwar oft Nachtdienst, aber wenn er den einmal nicht hatte, konnte ich mich wirklich nicht beklagen. Naja, und dann kamen ja auch bald die Kinder. Du hast Kinder? Ja, Gerd und Sim. Ach, ein Bub und ein Mädel, ein niedliches kleines Pärchen. Der Bub 22 und Silvi schon im 6. Semester. Oh, da sieht man, wie die Zeit vergeht. Mir kommt es vor, als wenn ich dich gestern erst ins Krankenhaus gebracht hätte. Und ich weiß noch ganz genau, was du an dem Abend davor zu mir gesagt hast. Es ist schön, wenn man mit einer Frau zusammen schlafen kann. Dazu ist es ja nicht gekommen, der Blinddarm stand ja zwischen uns. Aber noch viel schöner ist es, wenn man mit einem Menschen zusammen aufwachen kann. Das habe ich damals auch schon gesagt. Ach Felix, mir ist viel zu spät klar geworden, dass du eigentlich viel besser zu mir passt. Du hast mich doch auch nie vergessen. Nie. Du bist so
Praxis eröffnet hatten, holten sie ihn zurück ans Krankenhaus. Da wurde er zuerst Chefarzt, dann Professor. Heute ist er außerdem noch ärztlicher Direktor, Vorsitzender der Chirurgischen Gesellschaft, Präsident der Ärztekammer und, ach ja, die Privatpraxis haben wir ja auch noch. Dein Mann ist ein berühmter Arzt. Dafür ist er als Ehemann weniger berühmt, dass er fast wie zu Hause ist. Daran habe ich mich ja schon gewöhnt. Aber jetzt, diese Sache mit der Reise. Lassen Sie sich nicht stören, ich wollte nur die Blumen hier hereinstellen, als Dank für die Freikarten. Ja. Das sieht doch gleich viel hübscher aus, nicht? Ja, sehr hübsch, sehr hübsch. Danke, Frau Baumgärtner. Danke. Die Frau bringt mich ganz durcheinander. Wo war ich stehen geblieben? Ihr wolltet verreisen. Ja, wir wollten. Damals, als wir geheiratet haben, hatten wir kein Geld für eine Hochzeitsreise. Aber Hardy hat mir fest versprochen, sobald wir es uns leisten können, holen wir alles nach. Dann machen wir eine Weltreise. Dazu ist es in den ganzen 25 Jahren nie gekommen. Immer kam etwas dazwischen. Und jetzt sollte es endlich losgehen. Unsere silberne Hochzeit wollten wir auf hoher See feiern. Das hat mir Hardy fest versprochen. Die Koffer waren schon gepackt. Montagabend kam er nach Hause und druckste so herum. Sein Oberarzt, der ihn während der Reise vertreten sollte, fühle sich nicht wohl. Da ahnte ich schon etwas. Und an dem Abend habe ich dich im Fernsehen gesehen. Ah. Das war wie ein Fingerzeig des Schicksals. Ja. Dienstag musste er seinen Oberarzt operieren. Damit fällt der für mindestens 3 Wochen aus. Und unsere Reise natürlich auch. Angeblich kann ihn keiner vertreten. Wie findest du das? Dein Mann hat Verantwortungsgefühl. Ach was, der traut sich nur nicht weg. Wahrscheinlich hat er Angst, dass seine Patienten ohne ihn gesund werden. Felix, ich war so enttäuscht. Die ganze Nacht habe ich geweint. Aber am Mittwoch, da war ich wieder glücklich. Da wusste ich, dass du mich wirklich noch liebst. Du liebst mich doch noch. Du stellst vielleicht Fragen. Aber warum wusstest du das gerade am Mittwoch? Weil da die Rose kam. Welche Rose? Na deine. Mittwoch war doch unser Jahrestag. Da kam eine Rose. Von mir. Ja, pünktlich wie immer. Nur 2-mal in den ganzen 25 Jahren kam sie ein paar Tage später. In den ganzen 25 Jahren? Das wundert mich aber. Wieso? Das kann schon mal vorkommen. Wahrscheinlich haben sie in dem Blumengeschäft den Auftrag verbummelt und haben sie ein paar Tage später geschickt. Naja, 2 Tage lang habe ich noch überlegt. Und dann wusste ich, was ich zu tun hatte. Was ich tun musste. Unser Gepäck war schon im Wagen. Was musstest du tun? Ich habe Hardys Koffer wieder ausgeladen. Meinen Brief, den wir da inzwischen schon gefunden haben, den habe ich ihn nämlich auf seinen Nachttisch gelegt. Übrigens, wo ist eigentlich dein Schlafzimmer? Das Sofa da drüben. Das kann man ausziehen. Ist das nicht ein bisschen eng für 2? Bis jetzt hat sich noch keine Beschwerden. hat der Verkäufer gesagt von dem Möbelhaus, wo ich es gekauft habe. Was hast du denn deinem Mann geschrieben? Na, dass ich zu dem Mann zurückgehe, der mich wirklich liebt. Und dann bin ich losgefahren. Du bist einfach losgefahren? Da finde ich es aber nett, dass du hier bei mir Station machst. Was heißt hier Station? Ich bleibe bei dir für immer. Für immer? Ja, freust du dich denn gar nicht? Doch, und wie? Ich kann es nur nicht so zeigen. Es kommt alles so plötzlich, die Freude und so. Meinst du, dass es nicht ein bisschen zu eng werden wird hier? Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, ich werde hier Verschiedenes ändern müssen. Als erstes brauchen die Tapeten eine andere Farbe. Und diese Blumen da, die passen ja überhaupt nicht hierher. So sieht das doch gleich schon ganz anders aus. Übrigens, wo sind eigentlich deine Kleiderschränke? Im Durchgang zum Bad rechts und links im Schrank. Ach, da ist ja viel Platz. Da muss man nur einiges aussortieren. Aber ich glaube, ich ziehe heute lieber noch nicht bei dir ein. 1-2 Tage wirst du dich schon noch gedulden müssen.